Das ist auf jeden Fall für Sie. Mein Paket! Endlich! Ist das nicht eine super fesche und totschicke Superhörnchen-Handtasche? Total toll. Ich habe alle Lust, mich ins Theater einzuladen. Vielen Dank. Hier hast du etwas Trinkgeld. Jetzt kannst du dir auch etwas Schickes kaufen. Aber einen schicken Hut hast du ja schon. Wir müssen sofort den Schlummertrunk besorgen. Direkt das hart verdiente Geld wieder rausschmeißen. Ulrichs Schlummertrunk, Baldrian. Da steht, ein Fläschchen kostet einen Laubtaler. Aber ich hab nur einen einzigen Laubtaler. Naja. Wird nicht gespart. So. Oh, jetzt weiß ich nicht, ist das für die Wache? Wahrscheinlich. Kleine Mann in Grün, da ist er wieder. Ah, erst bei den Igeln und jetzt schon hier? Sie jagen den Falschen. Ich hab nix getan. Vermaledeite Polizei. Ich meine, fahr zu Frau Holle, verflixter Wachtmeister. Stoppt er wieder zurück? Er geht weiter. Jetzt ist er schon wieder entwischt. Der war ja ganz schön sauer. Oh, danke. Da habe ich lange drauf gewartet. Mein Sprachlernpaket. Kokospalmeninselnesisch über Nacht. Auf 30 Kassetten. Ich muss gut vorbereitet sein, wenn ich mich da zur Ruhe setzen will. Wartest du auf was? Trinkgeld? Vielleicht? Wir sind Kirchenmäuse. Wir haben nichts zu verschenken. Zu den Randbereichen. Muss ich denn jetzt hier wirklich den Weg versperren oder muss ich den einfach nur ein bisschen folgen? Hier findet mich der Kleeblattkapper bestimmt nicht. Da ist er wieder. Stehen bleiben. Ha! Ich stehe auf einem Shamrock. Seine Magie gibt mir Kraft. Jawohl. Ich kann hier machen, was ich will. Er ist schon wieder entkommen. Der kleine Mann läuft über den Stein, um sich mit Magie aufzuladen. Und anschließend löst er sich auf. Ganz eindeutig mit Hilfe von Magie. Und hat abkleben. Nein, den behalten. Schade. Oh. An die liebreizende Stimme von Welle 103.5. Das Plakat. Ich will keine Plakate kleben. Das bringt nicht. Irgendwas. Ein Zettel bringt. Ja, oder nicht? Baldrian-Tropfen helfen mir hier, glaube ich, nicht weiter. Bei ihm? Er schläft schon. Baldrian Tropf. Ah, schade. Na gut, erstmal weiter. Ha.
Teilzustellung an Herrn Gräber. Ha, das ist mein erster Fanbrief. Sehr geehrter Herr Gräber, ich höre schon seit langem immer Ihre Sendung und... wundervoll rauchige Stimme, intellektuelle Beiträge, Käsekuchen. Hui. Fanbrief? Na, aber was für ein Fan. Als Dank für deine Auslieferung gebe ich dir ein kleines Werbegeschenk. Nimm diesen wundervollen Becher und sage mit Stolz: Ich höre Welle Sumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen, Maulwurf am Mittag und Maulwurf am Abend. Genau. Vielen Dank. Und in den Becher? Baldrian-Tropfen. Kann man hier mit Kaffee füllen? Einmal heißer Kaffee. Schade, dass ich keinen Kaffee mag. Wecken wir mal unseren Katerfreund auf. Partygast. Ich gebe ihm was von meinem Kaffee ab. Ich bin wach. Ui, 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 ui. Ich bin dir so dankbar. Nimm das. Du hast eine Quartettkarte gefunden, um deine Sammlung anzusehen. Öffne das Inventar, Spielmenü und klicke auf Bonussammlung. Ohne dich wäre ich noch zu spät zur Arbeit gekommen. Ich... Muss ich jetzt noch mal Kaffee holen? Hoffnungslos. Ja, hoffnungslos. Schade, das hat mich ja jetzt wenig weitergebracht. So, wer ist denn jetzt hier der Herr Dingensbummens? Einer von denen? Nein, ich habe Plato versprochen, die Post... Nein, ich... Nein, ich habe... Wie hieß der? Der Brief sieht selten. Er ist an Senor Molena adressiert. Absender ist M. Calavera, Reiseberater. Ist das das Ziesel? Falschen Seite, ne? Ärgerlich. Ich habe hier ein kleines Geschenk. Was?
Wer? Das ist eh schon ganz müde. Machst du dich lustig über mich? Ich brauche einen Becher mit heißem schwarzen Kaffee, Junge. Oh, Entschuldigung. Aber ich bin so müde. So müde. Ich will ja eigentlich, dass der einschläft oder nicht, damit ich den Wälzer wegschießen kann. Eine Kanone. Arr, ich bin Jerry. Pfoten weg. Niemand darf die Kanone. Nicht einmal ich. Besonders nicht ich. Außer im Notfall. Die Kanone muss für den nächsten Krähen an. Stell dir nur vor, es fliegt wie... Meistens fliegt ich. Ich muss immer die Augen offen halten. Auch bei Nacht. Harter Job, harter Job. Nochmal Kaffee holen. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Ach, da, okay. Ja. Einmal heißer Kaffee. Tolle Laden, wo man sich einfach so Kaffee holen kann. Schade, dass ich keinen Kaffee mag. Ach, falsch, hier zu dem muss ich. Den könnte ich nachts gut gebrauchen. Da kann ich kaum die Augen offen halten. Aber nachts hat Anjas Café ja geschlossen. Ach, hätte ich nur nicht diese extra Nachtschichten übernommen. Das will er denn gar nicht. Ein paar Tropfen sollten reichen. Den könnte ich nachts gut gebrauchen. Aber nachts... Okay, muss ich auf nachts warten. Ja. Wer ist Esmolena? Muss halt mal recht lange laden. Nein, ich... Macht halt alles nicht so wirklich Sinn. Wofür mache ich die ganze Fischschuppen? Mein Kaffee ist abgekühlt. Okay. Kalter Kaffee. Brauche ich irgendwo kalten Kaffee? Im heißen Kaffee konnte ich vielleicht das Rad frei machen. Ich weiß es. Glaube ich aber nicht.
Ist doch alles kalter Kaffee. Also mal wieder hier. Entschuldigung, aber... Heute Abend steigt eine Geburts... Und ich hab... Donnerbalken und Fliegenmist! Lass mich in Ruhe, du Balk! Mein Kleeblatt kriegst du nicht! Naja, er verschwindet jetzt wieder. Den Eingang erwarf ich. Das bringt auch nichts hin. Ich bin besser vor... Irgendwie Werkzeug haben. Menno. Kann ich das abdecken mit den Fischschuppen? Die behalte ich. Nein. Das ist ein Hagebuttengut. Ich bin Be- Hagebutten sind cool, aber irgendwie ziemlich nutzlos. Da drückt sich wohl jemand vor dem Abwasch. Ich meditiere. Hagebutten sind cool. Knallgelb. Die behalte ich. Knallgelb. Tja, ich weiß gerade nicht. Esmolena. Könnte man denn noch Werkzeug hier bekommen oder irgendwas zum Abdecken dieses Ding? Kann ich hier ein Buch mitnehmen? Sie was von da oben runterschmeißen. Ich sage immer, die Krähen haben die Unordnung angerichtet und Ursula passt auf, dass sie bleibt.
Na, Grünschnabel, weißt du, warum Bienen summen? Bitte, keine Witze. Ich habe Kopfschmerzen. Uhu. Er hat Kopfschmerzen. Ich will eher kalten Kaffee. Nein. Ja, nicht nur. Keiner will kalten Kaffee. Keiner. Nein. Ich muss doch hier irgendwie... Hier ist der Kobold doch auch. Der kommt hier raus, ja. Da ist er wieder. Sie jagen den Falschen. Ich hab nichts getan. Vermaledeite Polizei. Jetzt ist er schon wieder entwischt. Die riechen nach nasser Erde. So sind mir Pilze viel lieber als in Mamas Salaten. Uah. Kann ich mit denen irgendwas machen? Ich bin besser. Da wird keine Hake gebraucht, ja. Das bringt... Dann verschwindet er in den Garten. Da ist er wieder. Stehen bleiben. Bei diesem blöden... Ich stehe auf einem Shamrock. Seine Magie gibt mir Kraft. Jawohl. Ich kann hier machen, was ich will. Da muss ich irgendwas machen. Er ist schon wieder entkommen. Was habe ich denn noch nicht benutzt hier? Den Stock? Ein Stock bringt hier nichts. Na gut. Kleben will er nicht. Geheimnisvolles Buch. Ja, ganz gut da drauf. Ich passe besser drauf. Ja, ja. Zapfahren. Da muss man. Hake. Fiese Idee. Oh. Aber könnte klappen. Aha. Okay, jetzt muss ich ihn nur da wieder hinlocken. Kobaldi. Tipp, tap, tipp, tap, tipp, tap. Tipp, tap, raschel, raschel, tipp, tap in den Bau. Tunnel, Tunnel, Tunnel. Tipp, tap, tipp, tipp, tap, tipp. Da ist er wieder. Sie jagen den Falschen. Ich hab nichts getan. Vermaledeite Polizei. Ja. Jetzt ist er schon wieder entwischt. Ab in die Gärten. Der Kobold müsste eigentlich gleich auftauchen. Und dann...
Oh. Oh, Werkzeug. Aua. Der Arme. Das hat gesessen. Dann war besser nicht das Werkzeug geklaut. Auf zu den Igelbrüdern. Die werden sich ganz schön freuen, ihr Werkzeug wieder zu bekommen. Ja. Da stellt die Arke sogar zurück. Na gut. Donnerbalken und Fliegenmist! Lass mich in Ruhe, du Balk! Mein Kleeblatt kriegst du nicht! Ich hab dort dein Werkzeug jetzt. Ah ja, verschwinde du in deinem Bau. Hier das Werkzeug. Ich habe euer Werkzeug. Super. Aber solange der Grünhut hier noch rumläuft, bin ich viel zu nervös, das Boot fertig zu bauen. Ich auch. Bitte mach, dass er weggeht. Nein, ich... Nein. Nageln wir das jetzt fest, falls das geht. Was für wunderbare Geräusche. Ja, so klingen nur unsere Werkzeuge. So, der Tunnel ist zu. Kann leider noch auf der anderen Seite raus. Vielleicht wissen die das ja nicht. Ich habe euer Werkzeug. Super, aber... Solange der Grünhut hier noch rumläuft, ich auch. Muss ich den noch einmal durchjagen? Ja, da ist er wieder. Da ist er wieder. Ja. Jetzt ist er schon wieder entwischt. Einmal in den Garten. Hätte die Hake da liegen lassen, oder wäre jetzt nochmal drauf geladen. Da ist er wieder. Stehen bleiben. Ha! Ich stehe. Ja, ich... Er ist schon wieder entkommen. Donnerbalken und Flieger. Und? Aua! Zugenagelt! Dann eben nicht! So ein verhagelter Tag! Auf nach Hause an den warmen Kamin! Ja! Da findet mich der Kleeblattkapper bestimmt nicht. So, jetzt aber. Ich habe euer Werkzeug. Super, aber... Solange der Grünhut hier noch rumläuft, bin ich viel zu nervös, das Boot fertig zu bauen. Ich... Bitte mal... Die Fußspuren führen auf den Kürbis. Halt mal. Der hat ja einen Schornstein. Ich wusste doch, dass da was war. Ja, sowas. Ob der auch hohl ist? Ups. Hoppla. Entschuldigung. Du hast mein Haus zerstört. Klitzeklein, ratzfatz, zu Einzelteilen zerschmettert. Was hab ich dir denn getan? Oh, das war gar nicht meine Absicht. Entschuldigung. Nicht deine Absicht? Das war fahrlässiger Vandalismus! Oh. Du willst nur an mein Kobold. Eigentlich wollte ich nur wegen der gestohlenen Sachen. Oh, das war mein Stichwort. Auf Nimmerwiedersehen, du Schnüffler! Und weg ist er.
Langsam wird das frustrierend. Ist der Grünhut wirklich weg? Ja, jetzt ist er ganz weg. Richtig erleichtert. Ja, ja, ja. So ganz leer sieht es irgendwie traurig aus. Ich habe zwar nur versucht, den Dieb zu schnappen, aber das wollte ich doch nicht. Das war ein hübsches kleines Häuschen. Kürbis. Kürbishäuschen. Der Löffel und der silberne Klumpen sind bestimmt auch gestohlen. Immerhin, Kommissar Haselnuss hat heiße Ware sichergestellt. Ist hier sonst noch was? Nee.